Dass die Geheimdienste nicht nur in den USA vor dem 11. September 2001 Fehler gemacht haben, ist bekannt. Jetzt belegt ein Dokument, das dem ZDF vorliegt, dass auch beim Bundesnachrichtendienst offenbar ein Hinweis versickert ist. So ging die Information verloren, dass sich Araber in den USA als Flugschüler angemeldet hätten, unter verdächtigen Umständen. Elmar Thewissen mit den Hintergründen. 9/11, Angriff auf Amerika. Hinweise auf die Terrorpläne gab es offenbar auch beim deutschen Bundesnachrichtendienst. Das geht aus neuen Dokumenten hervor, die dem ZDF jetzt vorliegen. Demnach hatte der BND schon im Jahr 2000 beim Ausspähen der Regierung Italiens eine Warnung des italienischen Geheimdienstes aufgefangen und entschlüsselt. Sie landete in dieser BND-Zweigstelle nahe Bonn bei einer Sprachexpertin. So hat eine Linguistin eine Nachricht aufgefangen aus diplomatischen Verkehren der Italiener, die besagte, dass junge Araber in den Vereinigten Staaten eine Flugausbildung aufnehmen sollten. Geld spiele keine Rolle. Und es ginge auch nicht um Starten oder Landen, sondern nur um geradeausfliegen. Die brisante Meldung landete beim BND, weil der EU-Partner Italien jene Verschlüsselungsgeräte der Schweizer Firma Crypto AG nutzte, in denen die amerikanische CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst Hintertüren eingebaut hatten. Das ZDF berichtete im Februar über Details der Operation Rubicon. Aber der BND reagierte im Jahr 2000 nicht auf die Warnung aus Italien. Die Sprachexpertin hatte einen Teil der Nachricht übersehen. Entgegen der dienstinternen Anweisung hat sie eine so brisante Meldung nicht ihrem Gruppenleiter vorgelegt, sondern ist ins Wochenende gegangen. Gegenüber dem ZDF lehnen BND und Bundesregierung jede Stellungnahme ab, ob und was damals unternommen oder unterlassen wurde. Und so bleibt die Frage offen, ob man vorher mehr hätte tun können, um 9/11 zu verhindern.